Hi Leute, ich bin Amazing Ace und das ist Skeletor und Rotom aus der Eternia Miniserie. Ja Leute, ihr kennt schon das andere Video mit He-Man und dem Ground Ripper. Wenn nicht, oben verlinke ich es euch. Und das Ganze auch bei Smith. Und mit 11,99 Euro seid ihr dabei. Ob es sich lohnt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Als netten Hinsteller, Angucker finde ich es allemal cool. Und wir sehen auch hier ein cooles Artwork. Auch hier wieder karikativ natürlich. Skeletor mit Rotom. Auch in der Fensterbox sehen wir sofort, was Sache ist. Und auf der Rückseite Skeletor. Könnt ihr in den Rotom packen, könnt ihm auch eine Waffe in die Hand packen. Und das Ganze geht jetzt in die Eco-Perspektive, um näher am Geschehen dran zu sein, um alles genauer zu sehen. Bis gleich. Ja, Freunde. Hier Skeletor und Rotom. Und das, was hier sofort auffällt, Rotom ist mal weg. Skeletor hat keine Waffe. Und sofort der Vergleich mit dem Wave 1 Eternia Mini Skeletor. Und als erstes fällt auf, dieser hat seinen Havoc Staff, ja, seinen Widderstab. Und auch bei der Bemalung fällt einiges auf. Der Rotom Skeletor, dessen Rüstung ein dunkleres Lila aufweist, und auch im Gesicht habt ihr Unterschiede. Ich hole euch das mal näher. So können wir es hoffentlich sehen. Hier ist das Gesicht grün-gelb, so wie wir es auch aus der Vintager Classic-Reihe her kennen. Und bei dem alten aus der Wave 1 der Eternia Minis, da seht ihr es, ist das Gesicht nur gelb mit den roten Pupillen. Also auch hier tatsächlich Unterschiede. Und auch haben wir hier an den Schuhen komplette Boots an. Und hier ist es in Hautfarben. Hier ist er anscheinend barfuß. So nenne ich es jetzt einmal. Also das, die Unterschiede. Das Blau ist in etwa gleich. Also da gibt es nichts zu sagen. Und die Bemalung des Rotom Skeletors ist hier ordentlich. Das Lila. Vor allem auch in seinem Gesicht ist nichts drüber gepinselt. Und auch hinten top. Also hier muss ich sagen, gar nichts zu mäkeln. Bei den Eternia Minis habe ich ja ein bisschen gemäkelt. Und auch der Rotom ist natürlich ein Plastikteil. Ein leichtes, aber auch hier für den Preis vollkommen in Ordnung. Und wie hinten beschrieben, können wir dem Rotom eine Waffe wegnehmen und Skeletor anpinnen, so dass er jetzt eine Waffe dabei hat. Das setzen wir wieder zurück. Und die Aufkleber hier beim Rotom sind gut gelungen. Hier muss ich nichts nachdrücken. Relativ oder nein, eigentlich vernünftig geklebt. Auch gerade so, wie ich es sehe. Hier muss ich nichts nachdrücken oder so. Vollkommen in Ordnung. Und wir können ihn schieben. Auch er schiebt sich ordentlich. Aber hier ist keine Rotationfunktion. Die muss ich jetzt aktiv betätigen. Also die geht nicht einher mit dem Schieben. Unten sind zwei Löcher. Hier drin ist ein Pin. Die Eternia Minis können nicht stehen. Die können nicht sitzen. Stehen können sie natürlich. Und so sieht das Ganze aus. Hat jetzt auch vernünftig Gewicht, so dass ihr durch die Gegend schieben könnt. Und das Schieben, ihr seht, ist wirklich ordentlich gelungen. Also zum Hinstellen und auch hier nochmal der Hinweis zum Modden. Da ich ja auch Gamer bin, ist das Ganze für euren PC mit Sichtfenster einfach super. Macht sich super. Dafür könnt ihr ihn auch nutzen, wenn nicht, ab in euer Regal zu eurer Sammlung. Oder da ist euch wie immer keine Grenze gesetzt. Und auch hier das Ganze, das mich
immer interessiert, ist die Höhe passt, 5,5 cm und hier ist auch die Breite an die 6 cm. Der Roton hat eine Höhe an der höchsten Stelle von ca. 5 cm und ich muss ein bisschen gegenhalten, rundeckig messen, ihr wisst, 9 cm. Und das Ganze zusammen, na, als Einheit, gewichtstechnisch, kommen wir auch hier auf 60 Gramm. Also genauso wie der Ground Ripper und He-Man. Ja, Freunde, auf der Seite verlinke ich euch wie immer die Videos, die ich schon gemacht habe. Auch die Eternia Minis nochmal. Und bis dahin, Leute. Let's collect.